industriellen Steinbereich, die GAH um 1900. Denn weltüber 200 Industriebetriebe waren damals hier ansässig, vor allem von der Textilindustrie und dem Maschinenbau. Naja, und seither prägen 100 Gründerzeitvillen das Bild und den Charakter unserer Stadt. Dazu gehören zum Beispiel die Villa Schulenburg, entworfen vom holländischen Architekten Henry van de Velde, die Villa Jahr und die Villa Hirsch. Genau. Die Sensation. 1892 startet die zweitälteste elektrische Straßenbahn Deutschlands in Gera zur Jungfernfahrt. Sophie? Ja? Darf ich dich auf eine Fahrt einladen? Sehr gerne, Konstantin. Otto Dix ist einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. 1966 hat er die Ehrenbürgerrechte erhalten. Und seit 1991 befindet sich im Otto Dix-Haus das Otto Dix-Museum. Und schau mal, siehst du da hinten, Sparkasse Gerhard Kreitz? Ja. Das ist der ehemalige Handelshof. Da habe ich neulich ein paar Videos gesehen, also die ersten Bewegtbilder von 1929. Und da konnte man den Handelshof, die Heinrichstraße und die Sorge sehen. Das muss interessant gewesen sein. Das hat sich ja auch alles ziemlich verändert. Oben ist Schloss Osterstein und direkt darunter ist das Stadion der Freundschaft. Was ja naja, und die Buga, die ja 2007 eröffnet wurde und ich glaube 1,4 Millionen Besucher hatte. Wenn immer es eine gute Gelegenheit gibt, wenn ich in Deutschland mit Menschen zusammenkomme, werde ich sagen, es lohnt sich, nach Gera und Ronneburg zur Bundesgartenschau zu fahren. Es lohnt sich. Und deshalb das Wichtigste jetzt,
Hiermit erkläre ich die Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronnenburg für eröffnet.